Sauberes Wasser ist unsere Lebensgrundlage. Doch es wird zunehmend knapp. Ein neues T-Shirt, der Gemüseeinkauf oder die nächste Tankfüllung. Für die Herstellung wird immer auch Wasser benötigt. So verbraucht allein in Deutschland jeder Einwohner indirekt fast 4000 Liter. Jeden Tag. Dieses Abwasser wieder nutzbar zu machen, war das gemeinsame Ziel von Fraunhofer und den Anlagebauern der Firma Andreas Junghans. Angefangen hat es ja letztlich mit genau der Anlage, die hier neben uns steht. Da geht es darum, dass Textilproduktionsabwässer, speziell farbstoffhaltige Abwässer, aufgereinigt werden, dass da die Farbstoffe sehr hochwirksam herausgefiltert werden. Das ist möglich durch die keramische Nanofiltration, die das Team des Fraunhofer Instituts für keramische Technologien und Systeme, IKTS, auf ein Niveau gehoben haben, das Grenzen verrückt und die Fachwelt verblüfft. Was wir entwickelt haben, ist eine Nanofiltrationsmembran, die Poren eben unter einem Nanometer aufweist. Durch diese Poren kann ich zum Beispiel eine Flüssigfiltration durchführen, sodass nur Wasser durch die Membran hindurchgeht und ein großer Teil von gelösten Molekülen und ein Teil von Salzen durch diese Membran zurückgehalten wird. Bei uns sind die Nanofiltrationsmembranen Rohre. Im Inneren des Rohres befinden sich mehrere Schichten und die feinste eigentliche Filtrationsschicht ist also als innerste Schicht auf dem Rohr aufgebracht. Und bei der Filtration wird dann die zu filtrierende Flüssigkeit durch das Rohr hindurch gepumpt bei Überdruck und das klare Wasser permeiert durch die Membran, durchdringt die Poren der Membran und kommt auf der Außenseite des Rohres raus. Das Besondere ist die Porengröße. Es kann bisher noch niemand solche Membranen im großtechnischen Maßstab herstellen. Das Neue, was wir also jetzt wirklich mit dieser Membran schaffen, Salze zurückhalten, die Molekülgrößen größer 200 Gramm pro Mol aufweisen. Man stelle sich einen Tennisball neben unserer Erdkugel vor. Hätte die rohrförmige Membran den Durchmesser der Erde, könnte sie Partikel filtern, die so groß sind wie dieser Tennisball. Das heißt, es können zukünftig sogar Stoffe wie Antibiotika und auch Hormone herausgefiltert werden, die bisher im Trinkwasser zurückbleiben. Gleichzeitig ist die Keramikmembran robust. Sie hält selbst Hitze und Chemikalien stand und ermöglicht so zum Beispiel die Aufbereitung von Abwasser aus der Ölproduktion. Das wird bereits durch die Firma Shell Global Solutions in Kanada getestet. Ich kann also auf jeden Fall ein beliebiges Wasser, ein Oberflächenwasser, ein Brunnenwasser, ein Flusswasser, kann ich keimfrei machen. Die Nanofiltrationsmembran, die hat den Vorteil, ich kriege auch Schwermetalle raus und auch gelöste organische Bestandteile, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, Unkrautvernichtungsmittel beispielsweise, die vielleicht dann ins Oberflächenwasser eingetragen werden. Und damit habe ich eine relativ sichere Trinkwasseraufbereitung. Meine Vision wäre tatsächlich, dass unsere Nanofiltrationsmembran zum Beispiel großflächig in Indien eingesetzt wird, um dort die Trinkwasserversorgung, die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Wasser zu realisieren. Das wäre schön. Obwohl Wasser 70% der Erde bedeckt, ist nur 1% für die Menschen nutzbar. Die keramische Nanofiltration ist eine wirtschaftliche, langlebige und nachhaltige Möglichkeit, um sauberes Wasser in Zukunft für alle erreichbar zu machen.